Ken Honda Happy Money. Der entspannte Weg zu Wohlstand und Glück. Willkommen zu einem inspirierenden Blick auf das Thema Geld und wie wir eine entspannte Beziehung dazu entwickeln können. Vor einigen Jahren erlebte Ken Honda auf einer Schicksalsparty eine unerwartete Begegnung, die sein Leben veränderte. Eine Frau näherte sich ihm und bat darum, einen Blick in sein Portemonnaie zu werfen. Ohne Zweifel gab er ihr die Gelegenheit, obwohl sie keineswegs wie eine Diebin aussah. Während sie seine Geldscheine durchsah, enthüllte sie ihm ein faszinierendes Geheimnis. Geld kann lachen oder weinen, abhängig von der Energie, mit der es empfangen oder ausgegeben wird. Und in seinem Geld spiegelte sich ein Lächeln wider. Ken Honda war anfangs verwirrt. Lächelndes Geld? Was bedeutete das überhaupt? Doch je mehr er darüber nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass das Geld in seiner Brieftasche das Ergebnis der Dankbarkeit und des Glücks anderer Menschen war, die er durch seine Kurse, Vorträge und Bücher erfolgreich gemacht hatte. Diese Menschen hatten Geld mit einem herzlichen Lächeln gesendet und so trug sein Geld tatsächlich eine positive Energie in sich. Es war glückliches Geld, Happy Money. In diesem Buch erfährst du nicht nur, wie du den Anteil an glücklichem Geld in deiner Brieftasche erhöhen kannst, sondern auch, wie du vermeidest, unglückliches Geld anzuziehen. Du wirst lernen, wie du eine positive Einstellung gegenüber Geld entwickelst und schließlich zu einer tieferen Zufriedenheit, Wohlstand und Fülle gelangst, die über materielle Besitztümer hinausgeht. Darüber hinaus wirst du in dieser Buchzusammenfassung erfahren, warum es niemals produktiv ist, Ärger, Schuld oder Frustration im Zusammenhang mit Geld zu empfinden, wie Geld oft mit unseren Erwartungen verknüpft ist und welche Auswirkungen dies auf unser finanzielles Wohlbefinden hat und warum Dankbarkeit ein Schlüssel zum Wohlstand ist. Kernaussage 1: Viele von uns haben ein gespaltenes Verhältnis zu Geld. Klingende Münzen, raschelnde Scheine. Geld hat uns schon seit unserer Kindheit begleitet. Leider beginnen unsere ersten Erfahrungen oft mit negativen Assoziationen. Wir möchten ein neues Instrument erlernen, aber unsere Eltern können sich keinen teuren Unterricht leisten. Beim Ballett scheint Talent zu fehlen und die Ausgaben dafür erscheinen als verschwendetes Geld. Selbst wenn wir ein bezahlbares Hobby finden, sind wir oft besorgt über die Kosten und die geringen sichtbaren Ergebnisse. Es ist kein Wunder, dass viele von uns als Erwachsene immer noch negative Gefühle mit Geld verknüpfen. Negatives wird oft vermieden, und das gilt auch für Geld. Stattdessen neigen wir dazu, das, was wir haben, mit dem zu vergleichen, was Menschen in unserem sozialen Umfeld besitzen. Der Nachbar hat ein größeres Haus, der Kollege fährt ein neueres Auto und unsere Freunde reisen jedes Jahr an exotische Orte. Anstatt uns über unsere eigenen Besitztümer zu freuen, werden wir Opfer des Mythos des Mangels, wie Ken Honda es nennt. Wir sehen nur, was uns fehlt. Dies führt zu Unzufriedenheit und ist die Wurzel von Neid, Gier und Angst. Oft werden diese Gefühle über Generationen hinweg weitergegeben. Aber warum ist das so? Häufig sind es Existenzängste, die uns in einer unglücklichen Spirale gefangen halten. Wir müssen einen Job behalten, den wir nicht mögen, um die Miete zu bezahlen. Wir zahlen Miete für eine Wohnung, die uns nicht gefällt, und ärgern uns über Steuern, die von unserem Einkommen abgezogen werden, während wir gleichzeitig teure Dinge kaufen, um andere zu beeindrucken und unser eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. All diese Zeichen deuten auf ein ungesundes Verhältnis zu Geld hin. Wenn Geld mit negativen Gefühlen wie Mangel, Neid, Frustration, Verzweiflung, Wut oder Angst verbunden ist, bezeichnet Ken Honda es als Unglücksgeld, Unhappy Money. Unglückliches Geld macht seine Besitzer unglücklich und so entsteht ein Teufelskreis. Glücklicherweise gibt es einen Ausweg. Du kannst dein unglückliches Geld in glückliches Geld verwandeln. Um zu verstehen, wie das funktioniert, werden wir zunächst einen tiefen Einblick in die Welt der Emotionen nehmen. Kernaussage 2: Geld bleibt neutral, solange keine Emotionen ins Spiel kommen. Doch was bedeutet Geld für dich? Würdest du darin baden wie Dagobert Duck oder siehst du es als Wurzel allen Übels in der Welt? Wirtschaftlich betrachtet ist Geld an sich wertneutral und erfüllt drei grundlegende Funktionen.
Es dient als Tauschmittel, kann gespart werden und hat das Potenzial zur Vermehrung. In der Theorie ist es weder gut noch schlecht. Doch dann tritt der Mensch auf die Bühne, beladen mit seinen Erfahrungen, Ängsten und Sorgen. Menschen in Armut kämpfen ums Überleben. Die Mittelschicht fühlt sich zwischen stressigen Jobs und dem Anspruch, eine gute Bildung für ihre Kinder zu finanzieren, hin- und hergerissen. Selbst Wohlhabende fürchten den Verlust ihres Reichtums. Überall in der Gesellschaft verbinden Menschen Angst und Geld. Die Frage, was bedeutet Geld für dich, wird von jedem individuell aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen beantwortet. Und wie wir bereits festgestellt haben, sind die meisten dieser Erfahrungen negativ. Wichtig ist zu verstehen, dass solche negativen Einstellungen nicht nur unsere zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen, sondern auch das Geld, das wir in unseren Händen halten. Wir beladen es mit negativen Energien. Die gute Nachricht ist, deine Einstellung zu Geld ist nicht in Stein gemeißelt. Doch dafür musst du zunächst dein Verhalten ändern, was für viele Menschen eine Herausforderung darstellt. Neues und Unbekanntes können uns dazu verleiten, mental rückwärts zu schalten. Vertrautes und gesellschaftlich akzeptiertes Verhalten hingegen vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Und jetzt kommt jemand daher, ein Japaner noch dazu, und sagt dir, dass du ab sofort einen völlig neuen Umgang mit Geld pflegen sollst? Ja, probiere es aus. Du wirst feststellen, dass schon kleine Veränderungen dazu führen können, dass du deine negativen Emotionen in Bezug auf Geld loslassen und schließlich in positive Energie umwandeln kannst. Geld allein macht nicht glücklich, das ist wahr. Glück kommt von innen. Aber wir können unser Geld mit diesem inneren Glück aufladen, indem wir das, was Ken Honda gegenwärtig sein nennt, praktizieren. Klingt nach Zen? Ist es auch. Letztendlich geht es darum, die ängstlichen Gefühle, die wir gegenüber Geld hegen, in Liebe zu verwandeln. Denn Liebe, als das stärkste positive Gefühl, ebnet den Weg zu Fülle und Glück. Im nächsten Abschnitt erfährst du, was du benötigst, um diesen Weg zu beschreiten. Kernaussage 3. Das Wissen über Geld allein reicht nicht aus. Du benötigst auch das richtige Gefühl im Umgang damit. Psychologen unterscheiden normalerweise zwischen dem IQ, Intelligenzquotienten, und dem EQ, emotionalen Intelligenzquotienten. Ken Honda führt eine ähnliche Unterscheidung ein, den Finanz-IQ und den Finanz-EQ. Beide sind notwendig, um Wohlstand zu erreichen. Lass uns zunächst auf den Finanz-IQ eingehen. Dieser umfasst hauptsächlich dein finanzielles Wissen. Es geht nicht nur darum, die besten Investitionsmethoden zu kennen, sondern auch darum, geschickt mit Geld umzugehen. Um finanziell klug Geld zu verdienen, sollte deine Arbeit oder Tätigkeit dir Freude bereiten. Wenn du die meiste Zeit gerne in der Natur verbringst, wird ein Bürojob dich nicht erfüllen. Ken Honda selbst war zuerst Wirtschafts- und Steuerberater, was sein Traumjob war. Aber er entdeckte auch sein Talent als Autor und Coach. Das Wichtigste ist, immer du selbst zu bleiben. Ebenso kannst du Geld finanziell klug ausgeben. Wenn du Musik oder gutes Essen liebst, gönn dir ein großartiges Konzert oder ein Drei-Gänge-Menü. Hierbei ist es wichtig, dass deine Ausgaben immer deinen Werten entsprechen. Du kannst auch in Herzensprojekte investieren, wohltätige Organisationen unterstützen und Menschen helfen, deren Werte und Visionen du teilst. Im Gegensatz zum Finanz-IQ steht der Finanz-IQ für deine emotionale Beziehung zu Geld. Es geht darum, wie du Geld annehmen, genießen, ihm vertrauen und es teilen kannst. Aber wie kann man emotional klug mit Geld umgehen? Es beginnt damit, Geld mit Freude und Fülle zu empfangen. Wenn du es hast, genieße jeden Moment bewusst und in Dankbarkeit. Du kannst Freunde unterstützen und beschenken oder deinem Chef oder einem Kunden eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Segne dein Geld, wenn du es ausgibst, und segne den Empfänger oder das Unternehmen, das dein Geld erhält. Ken Honda zufolge hat dies einen Effekt. Wenn du großzügig gibst, kommt noch mehr zu dir zurück. Ein entscheidender Faktor, der neben dem Finanz-IQ und Finanz-EQ fehlt, ist, dass Geld im Fluss sein muss. Nur wenn Geld finanziell und emotional intelligent weitergegeben wird, kann sich Happy Money vermehren.
Kernaussage 4. Reichtum hängt nicht vom Kontostand ab, sondern von der inneren Einstellung. Woran denkst du, wenn du das Wort Reichtum hörst? An Champagner, Luxusautos und Yachten? Oder eher an deine Familie, deine Freunde und die schönen Momente in deinem Leben? Es ist unsere Einstellung, die unseren Wohlstand definiert, nicht der Kontostand. Eine Mutter, die zum Muttertag Blumen von ihrem 10-jährigen Sohn geschenkt bekommt, kann sich reicher fühlen als jemand, der ein Unternehmen führt und einen Privatjet besitzt. Selbst jemand, der ein enormes Einkommen hat, kann in finanzieller Abhängigkeit stecken, wenn er sein Geld ständig ausgibt. Finanzieller Reichtum sollte nicht mit Sorgenfreiheit verwechselt werden. Wenn das gehortete Geld Ängste oder Neid auslöst, wird man sich niemals wirklich reich fühlen können. Genauso gilt es für das Geld, das man durch harte Arbeit und Stress verdient. Wenn man immer nach mehr strebt und nie das Gefühl hat, genug zu haben, wird man nie zufrieden sein. Was deiner inneren Einstellung helfen kann, ist, Geld bewusst in Bewegung zu bringen. Denn wenn du teilst, wird mehr zu dir zurückkommen. Hier sind 3 Tipps von Ken Honda, um den Geldfluss in Gang zu setzen. Der erste Tipp lautet: Spar nicht aus Angst vor der Zukunft. Angst blockiert den Geldfluss, anstatt ihn zu fördern. Stelle dir stattdessen vor, wie viel Freude es dir bereitet, Geld für schöne Dinge auszugeben, wie einen Familienausflug. Deine Angst wird verschwinden, wenn deine Freude wächst. Du musst das Geld nicht tatsächlich ausgeben. Allein der Gedanke daran reicht aus. Hier ein zweiter Tipp. Gib deiner Arbeit einen Wert. Je nachdem, welchen Wert du deiner Arbeit oder deinen Dienstleistungen beimisst, wirst du unterschiedliche Kunden oder Kollegen anziehen. Überlege dir im Voraus, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest und gestalte dein Angebot entsprechend. Liebevolle Menschen ziehen andere liebevolle Menschen an und Fülle kann auch in immaterieller Form existieren. Und Tipp Nummer 3 lautet: Sei selbstlos, aber scheue dich nicht davor, Freunde und Mentoren um Hilfe zu bitten. Lass dein Ego beiseite. Wer genug hat, kann anderen geben, sei es Wissen, Erfahrungen, Geschenke oder Unterstützung in schwierigen Zeiten. Je mehr du gibst, desto mehr kommt zu dir zurück. Wenn mehr Menschen erkennen, wie viel sie haben und wie viel sie teilen können, wird der Geldfluss für uns alle stärker. Kernaussage 5. Setze dich intensiv mit deiner finanziellen Vergangenheit auseinander und räume bei Bedarf auf. Ob jemand einen gesunden Umgang mit Geld entwickelt oder ständig finanzielle Herausforderungen hat, hängt oft mit der Familiengeschichte zusammen. Die meisten von uns haben in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse in Bezug auf Geld erlebt. Vielleicht gab es wenig zu essen oder keine Weihnachtsgeschenke aufgrund von Geldmangel. Großeltern haben Kriege und Wirtschaftskrisen erlebt, Eltern wurden arbeitslos oder mussten ihr Geschäft schließen. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine aktuelle finanzielle Einstellung vor dem Hintergrund deiner Familiengeschichte zu betrachten. Gab es in deiner Kindheit finanzielle Verletzungen? Welche Ängste hast du? Welche Glaubenssätze wurden in deiner Familie vermittelt? All dies beeinflusst deine bisherige Beziehung zu Geld. Neben der sachlichen Ebene spielt auch die emotionale Ebene eine Rolle. Welche Gefühle hast du in diesen finanziell belasteten Situationen empfunden? Angst und Sorge? Wut und Ressentiments? Trauer und Leid? Oder vielleicht Hass, Verzweiflung, Schuld oder Scham? Es ist möglich, dass du auch positive Gefühle mit Geld verbindest, wie Begeisterung, Freude, Wertschätzung, Liebe und Glück. Diese positiven Überzeugungen solltest du bewahren. Um deine finanziellen Wunden zu heilen, ist es wichtig zu akzeptieren, dass deine negativen Gefühle gegenüber Geld nicht deine Schuld sind. Es ist auch nicht die Schuld deiner Eltern, deiner Familie oder deiner Verwandten. Deine Freunde oder die Gesellschaft tragen ebenfalls keine Verantwortung. Alle haben Fehler gemacht, denn sie wussten es nicht besser. Vergib ihnen. Durch Verstehen und Vergeben beginnt dein eigener Heilungsprozess. Vergib auch dir selbst. Anerkennung deiner Vergangenheit und Loslassen sind der Schlüssel. Wer aus der Vergangenheit lernt, kann Herausforderungen mit einer positiveren Einstellung bewältigen und aktiv seine Zukunft gestalten. Aber wie kannst du zu dieser positiven Einstellung gelangen? Der Weg ist einfacher, als du denkst,
Doch oft übersehen wir ihn. Kernaussage 6. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu innerem Wohlstand. In Japan sind Höflichkeit und häufiges Danken weit verbreitet und es liegt nahe, auch Geld zu danken. Für Wahei Takeda, Ken Hondas langjährigen Lehrmeister und mittlerweile verstorbenen Mentor, waren Güte, Großzügigkeit und Dankbarkeit die zentralen Quellen von Glück und Wohlstand. Daher ist es wichtig, deinem Geld Dank auszusprechen, wenn es zu dir kommt, und ebenso Dank zu sagen, wenn es dich verlässt. Nach dem Gesetz der Anziehung ziehst du dadurch mehr Gründe für Dankbarkeit in dein Leben. Danken setzt eine äußerst kraftvolle Energie frei. Diese Haltung der Dankbarkeit sollte sich nicht nur auf das Geld beschränken, das du verdienst und ausgibst. Um deine innere Einstellung positiv zu beeinflussen und Wohlstand und Zufriedenheit zu erreichen, solltest du auch für Grundbedürfnisse dankbar sein, wie Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und die Unterstützung von Familie und Freunden. Sei aufrichtig dankbar, wenn du belohnt wirst, sei es materiell oder immateriell, und genieße das damit verbundene Gefühl der Freude. Das Prinzip des Dankens funktioniert sogar, wenn man anfangs nicht daran glaubt. Ein Mann kam verzweifelt zu Wahei Takeda, als er mit enormen Schulden belastet war und nicht mehr weiter wusste. Takeda bot ihm Hilfe an, unter der Bedingung, dass der Mann 100.000 Mal Danke sagen würde. Der Mann willigte ein und sagte unermüdlich Dank, Monat für Monat. Als er schließlich die Anzahl erreicht hatte, benötigte er das Geld nicht mehr. In der Zwischenzeit hatte er die Haltung der Wertschätzung so verinnerlicht, dass er genug Geld angezogen hatte, um seine Schulden zu begleichen. Dankbarkeit ist das Zauberwort, das unsere Beziehung zu Geld verändert und unser gesamtes Leben verbessert. Wir sind genug. Wir haben genug. Echte und bewusste Dankbarkeit ist eine unglaublich starke Kraft und der Schlüssel zu Happy Money. Kernaussage 7. Die Energie bestimmt, wie stark Happy Money fließt. Geld existiert in zwei Formen, als Bestand und als Fluss. Bestand sind Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien, die als Reserven dienen. Fluss bezieht sich auf das Geld, das ein- und ausgeht, also Einkommen und Ausgaben. Ken Honda betont, dass jeder Mensch selbst für die Energie verantwortlich ist, die er seinem Geld gibt. Das Ziel ist ein starker, positiver Geldfluss. Wie erreicht man das? Indem man seinem Geld Dankbarkeit und Wertschätzung entgegenbringt. Je stärker diese positive Energie ist, desto mehr positiv geladenes Geld wird man anziehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es kein Problem ist, wenn Happy Money von dir wegfließt. Im Gegenteil, indem du es in Freude und Dankbarkeit ausgibst oder anderen hilfst, lässt du Happy Money fließen. Es spielt keine Rolle, ob du in ein gutes Restaurant gehst, einen Kinofilm ansiehst, anderen Menschen hilfst oder an wohltätige Organisationen spendest. Es ist jedoch entscheidend zu wissen, dass der Geldfluss wie die Wirtschaft nicht immer konstant ist. Sei also dankbar, wenn Geld zu dir kommt, und sorge dich nicht, wenn es aufgrund natürlicher Schwankungen vorübergehend weniger wird. Wer im Happy Money Flow lebt, wird immer genug haben. Wenn du bereits genug hast, solltest du es genießen, in Weiterbildung investieren oder es mit anderen teilen. Vermeide es, deinen Lebensstandard zu erhöhen, wenn du bereits genug hast, da dies zu einem Gefühl des Mangels führen kann. Es ist wichtig zu beachten, dass das Gesetz der Anziehung in beide Richtungen funktioniert. Geld ist neutral und kann von positiver oder negativer Energie angezogen werden, wie von einem Magneten. Meide unhappy money und vertraue auf deine Fähigkeiten, um den Geldfluss in eine positive Richtung zu lenken, indem du deinem Geld Dankbarkeit und Wertschätzung schenkst. Kernaussage 8. Die Rolle des Geldes wird sich drastisch verändern. Technologische Entwicklungen, insbesondere künstliche Intelligenz und die Sharing Economy, sowie der Fokus auf Bildung, alternative Energiequellen und regional erzeugte Lebensmittel zeigen einen Weg auf, wie wir uns von der Abhängigkeit vom traditionellen Geld lösen können. Die Zukunft könnte eine Welt sein, in der Geld seine Bedeutung als Tauschmittel verliert.
Ken Honda vergleicht die zukünftige Rolle des Geldes mit der von Salz, das einst als wertvolles Konservierungsmittel galt. Mit Fortschritten in der Technologie und neuen Möglichkeiten verlor es seinen hohen Wert. Ähnlich wird Geld seine Bedeutung verlieren, wenn wir in einer Welt ohne Angst vor Geldmangel leben. In dieser neuen Ära wird Geld nicht mehr mit Freiheit gleichgesetzt. Stattdessen werden die Menschen erkennen, dass Glück und Sicherheit aus ihrer inneren Einstellung und ihren Werten kommen. Die Fülle des Lebens wird nicht mehr durch den Besitz von Geld gemessen, sondern durch bewusste Dankbarkeit und zwischenmenschliche Beziehungen. Das Beispiel aus Bhutan, einem Land, in dem die Menschen als besonders glücklich gelten, zeigt, dass Menschen, die auf Unterstützung aus ihren sozialen Netzwerken vertrauen, glücklicher und zufriedener sind. Die Zufriedenheit entsteht durch gemeinsame Erlebnisse, das Im-Moment-Sein, sinnvolle Tätigkeiten und bereichernde Ziele. Um diesen Zustand zu erreichen, ist es wichtig, klare Werte zu haben und bewusste Dankbarkeit zu praktizieren. Investiere in zwischenmenschliche Beziehungen und suche Menschen, die deine Werte teilen und dich inspirieren. Vertraue dem Fluss des Happy Money, vertraue auf dich selbst, dein Netzwerk und deine Zukunft. Sich keine Sorgen um Geld zu machen, bedeutet wahre Freiheit und inneren Wohlstand. Zusammenfassung zum Buch von Ken Honda, Happy Money. Zusammenfassend können wir festhalten, dass Ken Honda unter Happy Money mehr als nur finanziellen Reichtum versteht. Es geht vielmehr darum, ein erfülltes Leben zu führen und dabei die richtige Einstellung zum Geld zu entwickeln. Wichtige Werte wie Dankbarkeit, Wertschätzung und zwischenmenschliche Beziehungen spielen eine entscheidende Rolle. Geld sollte nicht nur gehortet werden, sondern auf positive Weise eingesetzt werden, sei es durch Investitionen in persönliches Wachstum, das Teilen mit anderen oder das Unterstützen von wohltätigen Zwecken. Durch diese Handlungen entsteht ein positiver Geldfluss, der sowohl individuelles Glück als auch Wohlstand fördert. Der Schlüssel zu Happy Money liegt in der inneren Einstellung und der Fähigkeit, bewusst dankbar zu sein. Diese Einstellung kann dazu führen, dass Geld seinen Stellenwert als alleiniges Maß für Wohlstand verliert. Stattdessen wird der Fokus auf das Erleben von Glück, Freiheit und innerem Reichtum gelegt. Insgesamt lehrt uns Ken Hondas Philosophie, dass ein erfülltes Leben mehr ist als die Summe unseres Vermögens und dass wahre Fülle durch bewusste Dankbarkeit und das Teilen mit anderen erreicht wird. Dies ist der Kreislauf des Happy Money, der uns zu einem erfüllten und reichen Leben führen kann. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!